So, willkommen zurück nach der Kaffeepause zum letzten Panel, was sehr undankbar ist ein bisschen. Sie müssen sich jetzt auch mal konzentrieren. Gut, super. Genau, willkommen zum letzten Panel mit dem Titel Designexperimente im öffentlichen Raum. Und ja, zunächst möchte ich mich persönlich bedanken für die Einladung, dieses Panel zu moderieren und für die tolle Tagung bisher. Ich fand das wahnsinnig spannend. Und möchte so ein paar Sätze am Anfang sagen zu den Panel-Teilnehmern. Das ist zunächst Markus Bader. Markus Bader ist Professor für Entwerfen und Gebäudeplanung an der Fakultät für Gestaltung der UdK Berlin und stellvertretender geschäftsführender Direktor des Instituts für Architektur und Städtebau. Darüber ist er Mitglied des Raumlabors Berlin. Er studierte Architektur an der Technischen Universität Berlin, der HDK Berlin und der Bartlett School of Architecture, University College London, an der er 96 sein Diplom machte und danach lehrte er an ganz unterschiedlichen Hochschulen, teilweise als Wissenschaftler, also als künstlerischer Mitarbeiter, als Lehrbeauftragter und später als Gastprofessor, unter anderem an der BTU Cottbus, der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, der Peter Behrens School of Architecture Düsseldorf und der Academy of Applied Arts in Prag. Und er hält Vorträge und weltweit stellt international aus und gibt Workshops und veröffentlicht und. Die zweite Panel-Teilnehmerin, muss ich sagen, fällt leider aus, beziehungsweise, also die Tanja Bogus ist leider krank geworden, was wir sehr bedauern, weil uns dann sozusagen die soziologische Perspektive etwas fehlt. Aber wir haben ja genug sozusagen Kompetenz im Publikum sitzen von dieser Seite. Anthropologie, Soziologie, insofern habe ich da kein Bedenken, dass diese Perspektive verloren geht. Und wir freuen uns sehr, dass ganz kurzfristig Felix Lüdecke eingesprungen ist, eben den Part, also sozusagen sein Projekt vorzustellen und für Bogus einzuspringen. Über ihn weiß ich jetzt leider, weil das so ein kurzfristiges Einspringen war von ihm, nicht ganz so viel. Ich konnte sozusagen nicht mehr nachgoogeln, aber ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass er Assistent ist bei Regine Keller, auch ein eigenes Büro hat unter www.raumzeit.de. Und er ist darüber hinaus Stipendiat der Akademie der Bildenden Künste in Berlin und hat eben den Zanetti-Platz gestaltet, also das temporäre Bauwerk, die Mitmachbaustelle auf dem Zanetti-Platz in der Verantwortung. Mein Name ist Susanne Witzgall und ich komme aus einem ganz anderen Bereich, nämlich eigentlich aus der Kunstgeschichte, oder ich würde sagen, mit Geschichte habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel zu tun, sondern eher aus der Kunsttheorie. Und ich interessiere mich aber ganz speziell eben auch für interdisziplinäre Ansätze, Methoden. Und ich arbeite an der Akademie der Bildenden Künste in München. Gut, auch ich wurde sozusagen gebeten, einen kleinen Input-Vortrag zu halten. Ich habe ihn ein bisschen erweitert angesichts der Tatsache, dass wir sozusagen einen Ausfall haben. Und möchte mein Input-Vortrag so ein bisschen anders aufzäumen, nämlich nicht mit der Theorie anfangen, sondern eigentlich mit der Praxis. Also und von der Praxis dann in die Theorie zu gehen. Und möchte beginnen mit einer kurzen Vorstellung zweier jüngerer künstlerischer bzw. gestalterischer Positionen, die als Interventionen im öffentlichen Raum angelegt sind. Und die, wie gesagt, dienen als exemplarischer Ausgangspunkt aufzuzeigen, wie das Verhältnis zwischen Stadt und Natur in den Künsten und den Wissenschaften seit einigen Jahren neu bestimmt wird. Darüber haben wir auch wahnsinnig viel gehört, gestern auch in den wunderbaren Keynotes, aber auch heute noch in verschiedenen Vorträgen. Und was das eben für die Gestaltung alternativer urbaner Kultur-Naturgefüge bedeutet. Mein erstes Schlaglicht möchte ich werfen auf Natalie Jeremienko und die Environmental Health Clinic, die vielleicht einigen von Ihnen bekannt sind. Jeremienko ist eine australische Künstlerin,
Ingenieurin und Erfinderin sowie Gründerin und Direktorin der sogenannten Environmental Health Clinic, die sich eben mit künstlerischen Mitteln ökologischen Themen annimmt. Und das Interessante an der Environmental Health Clinic ist, dass sie dabei mit einem veränderten Gesundheitsbegriff arbeitet. Also Gesundheit wird nämlich nicht mehr nur auf den menschlichen Körper bezogen, seine interne Biologie und genetische Prädisposition. Sie wird also nicht mehr atomisiert, wenn Sie so wollen, oder medizinisch betrachtet, wie Jeremienko das erläutert, sondern wird immer in Abhängigkeit von externen Umwelten verstanden. Sie kragt also auf diese Weise in die Außenwelt aus und schließt unser Nahrungssystem oder die Luftqualität unserer Umwelt mit ein. Das ist sozusagen angesichts des Dieselskandals derzeit vielleicht sehr eingängig. Und folglich entwickelt und verschreibt die Environmental Health Clinic insbesondere in urbanen, da eben sehr belasteten Bereichen Systeme oder Interventionen, welche die lokale Umweltgesundheit verbessern sollen. Und sie setzt dabei vor allem auf eine Neuerfindung und ein Redesign unserer Beziehung zu natürlichen Systemen, welches Jeremienko als Space Race des 21. Jahrhunderts bezeichnet, also als aktuellen technologisch bestimmten Wettlauf, der eben dem Wettlauf ins All im 20. Jahrhundert gleicht. Und die komplexeste und wichtigste Systemherausforderung liegt nach Jeremienko dabei wiederum in der Umgestaltung der Nahrungssysteme. Und auch das hatten wir sozusagen in der Idee einer der Keynotes gestern schon. Unter anderem experimentiert die Künstlerin und Designerin deshalb in kleinen urbanen Modellprojekten mit essbaren Blumen, die eben extrem reich an Nährstoffen und Antioxidantien sind und deren Anbau im städtischen Raum ganz wertvolle Habitate für die krisengeschüttelte Community der Bestäuber schafft. Und zu solchen Modellprojekten gehören auch X-Cola und Flower Floss. Hier sehen Sie eine Ausstellungspräsentation, wo sozusagen die Grundidee dieser beiden Projekte beschrieben wird. Und Flower Floss erzeugt als Endprodukt eine Art mit Blüten überstreute Zuckerwatte, die aber eben nicht aus Zucker, sondern aus Isomalt besteht, also einem Gemisch aus zwei Zuckeralkohole, die nur halb so süß wie Zucker sind und eben keinen Effekt auf den Blutzuckerspiegel hat, sondern stattdessen die Darmflora unterstützt. Und der Blütenzusatz wiederum stärkt nicht nur das menschliche Immunsystem, sondern dient im Vorfeld den städtischen Insektenbewohnern als Nahrungsquelle. Also hier sieht man das nochmal, nicht nur die Biodiversität sozusagen im oberen Darmbereich steigt an, sondern sozusagen auch die Biodiversität im Stadtbereich. Und hier eine Anzahl Pflanzungsmöglichkeiten sozusagen dieser essbaren Blumen auf den heimischen städtischen Balkonen. X-Cola wiederum besteht meistens aus einer Kombination aus Party- und Fließbandproduktion im öffentlichen Raum, in der gemeinsam das Erfrischungsgetränk hergestellt wird. Und das basiert auf einem neu lizenzierten oder Open-Resource-Cola-Rezept, das je nach Geschmack und Vorliebe mit unterschiedlichen Blumenextrakten versetzt wird, wie beispielsweise einem Raublatt-Aster-Extrakt. Und da jeder der Beteiligte in beiden Projekten seine eigenen Inhaltsstoffe selbst zusammenstellt, also hier sieht man sozusagen, dass da so irgendwie verschiedene Tische aufgebaut werden und bei jedem Tisch, das ist mit sozusagen einer Handlungsoption verbunden und jeder kann daran teilnehmen, entsteht nach Jeremienko nicht nur eine radikale Transparenz, wie sie sagt, also die unter anderem im Kontrast zur Geheimniskrämerei konventioneller Cola-Rezepte steht, sondern auch ein Bewusstsein für vielfältige ökonomische, ökologische und gesundheitliche Zusammenhänge, wie die Beziehung von urbanem Raum und Nutz- bzw. Zierpflanzen, die Relation zwischen der Ökonomie, der monokulturellen und pestizidbasierten Lebensmittelproduktion und der Bestäuberkrise, dem Effekt von biologischen und künstlichen Ingredienzien auf den menschlichen Organismus und. Also hier sieht man noch sie selber mit ihrer Tochter bei der Herstellung von X-Cola.
mit sozusagen den Anwohnern in einem städtischen Viertel. Genau. Und das ist das zweite Schlaglicht, von dem ich ausgehen möchte, ganz aktuelles. Das sind Alon Schwabe und Daniel Fernandez Pascual von der Gruppe Cooking Sections. Und Cooking Sections ist ein Londoner Duo, die an der Schnittstelle von Architektur, bildender Kunst und Geopolitik arbeiten. Und sie haben derzeit eine Arbeit realisiert für die aktuelle Manifesta 12 in Palermo mit dem Titel What is above is what is below. Und dafür erforschen sie zunächst verschiedene Techniken, die früher dazu verwendet wurden, die Wasserbedingungen in Sizilien zu kontrollieren und die Distribution des Wassers zu organisieren. Und besonders interessierte Cooking Section dabei solche Techniken, die eine Kultivierung ohne Bewässerungssystem ermöglichen, also das Watering without Water, und es den Pflanzen garantiert, dann selbst unter sehr trockenen Bedingungen zu überleben. Und den Hintergrund für dieses Interesse bildet einerseits die langen Dürrenperioden in Sizilien selbst, also die durch den Klimawandel natürlich zukünftig noch verstärkt werden. Andererseits aber auch soziopolitische Zusammenhänge, wie die Tatsache, dass die Sizilianer auch aufgrund maroder Wasserleitungen, die den Wassermangel noch verstärkt haben zum Teil, in der Vergangenheit immer wieder in Abhängigkeit zum organisierten Verbrechen gerieten. Also weil die Mafia sich das Wasser eben dann und die Wasserversorgung zu eigen gemacht hat, mit dem Wasser gehandelt hat und dieses auch zur politischen Einflussnahme einsetzte. Und basierend auf ihren Recherchen zogen jetzt Cooking Sections in einem zweiten Schritt Netze und Trockenmauern aus Terrakottastein um Zitrusbäume in Palermo und erzeugten damit feuchtigkeitsspendende Mikroklimas, die den Bäumen das Überleben und Tragen von Früchten ermöglicht. Also das ist eine ganz alte Kulturtechnik, die auf so einer kleinen Insel in der Nähe von Sizilien auch entwickelt worden ist. Also das ist sozusagen die eine Variante und das ist die zweite. Ergänzt werden diese Interventionen im Stadtraum durch die Arbeit Klimavor und die besteht in einem von Cooking Sections in Kollaboration mit ansässigen Restaurants entwickelten Lunchpaket mit dürreresistenten Zutaten, also speziell mit einer Tomatensorte beispielsweise, die unter sehr trockenen Zuständen wächst. Und das soll man dann in den speziell geschützten Zitrushainen Palermos verspeisen und dabei den diversen Mikroklimas nachspüren. Klimavor ist ein mehrteiliges Langzeitprojekt der beiden, das thematisiert, wie sie selbst sagen, wie man als Klimaveränderer ist und durch Nahrung Transformationen der Umwelt bewusst macht. Also je nach Ort und Situation entwickeln Cooking Sections zusammen mit Wissenschaftlern, Ernährungsspezialisten, Konsumenten Essensvorschläge, die sich an prekäre Umweltbedingungen anpassen. Und damit sollen eben laut Cooking Section auch die, wie Sie sagen, Zitat, groß angelegten agrarindustriellen Gruppen herausgefordert werden, die uns diktieren, was produziert und konsumiert werden soll. Und eben auch die geopolitischen Implikationen hinter der Erzeugung des Klimawandels und der Druck, den diese gleichsam auf Menschen und Nichtmenschen ausüben, kritisch thematisiert werden. Für Cooking Section, um das sozusagen auf eine Formel zu bringen, ist Nahrung ein Weg, die Welt zu organisieren oder eben auch zu reorganisieren. Was diese zwei interventionistischen und sehr experimentellen künstlerisch-gestalterischen Positionen jetzt verbindet, ist, dass in ihnen die Stadt bzw. der urbane Raum als verdichtetes Komplex, also ein verdichteter Komplex, ein verdichtetes Geflecht komplexer sozialer und politischer, biologischer, klimatologischer, technischer, ökonomischer, materieller und symbiotischer Elemente und Prozesse gesehen und adressiert wird. Also die Intervention im öffentlichen Raum und dessen Redesign wird auf diese Weise nicht als isoliertes, gestalterisches oder infrastrukturelles Problem gesehen, sondern wie selbstverständlich in Bezug gesetzt zu Fragen nach der richtigen Anbaumethoden, nach alternativen Lebensmittelproduktionen, zu ökonomischen Überlegungen, zum Klimawandel, zum Wasserhaushalt, der Kohabitation mit Nichtmenschen, gesundheitlichen Zusammenhängen und viel mehr. Und die Stadt selbst wird eben nicht mehr
als ein von der Natur getrennte Entität angesehen, in die jetzt durch Gärten oder Parks ein sozioökologisches Gleichgewicht injiziert oder Nachhaltigkeit in Form von grünen Dächern oder mehr Bäumen oder mehr Recycling erreicht werden kann. Also letzteres, das haben wir auch gestern sozusagen in der Keynote, in einer der Keynotes gehört, entspricht, da zitiere ich Maria Kaiker, eben auch einer veralteten Vorstellung, die vor allem die Geschichte der Stadtplanung, Gestaltung und Theorie des 19. und 20. Jahrhunderts bestimmte und die eigentlich hiermit ihrer Meinung nach glorreich gescheitert ist. Also nach der Geografin und Stadtforscherin sind Stadt und Natur nicht nur sozioökologische Hybride, also Dinge, die weder rein natürlich noch rein menschengemacht sind, sondern sie hält es auch für, Zitat, unmöglich, Städte zu verstehen, ohne auf das zu blicken, was nicht sichtbar ist, ohne die komplizierten Netzwerke der Technologie, des Kapitals und der Ausbeutung menschlicher Arbeit und Ressourcen, die bei der Aufrechterhaltung des städtischen Stoffwechsels beteiligt sind, zu verstehen. Zitat Ende. Und bekanntermaßen teilen ihre Auffassung eine Reihe weiterer gegenwärtiger Stadtforscher und Stadtforscherinnen, die eben vor allem anschließend an, wir haben das in vielen Vorträgen der letzten zwei Tage gehört, Theorien der Akteurnetzwerktheorie, der feministischen Wissenschaftstheorie, unter anderem Donna Haraway, und der Philosophie von Deleuze und Guattari, die Stadt eben nicht mehr als begrenztes Objekt, sondern wie eben auch Anders Block und Ignacio Farias das in ihrem Buch ausgedrückt haben, als eine Multiziplität sich verändernder, koexistierender und wechselweise interferierender urbaner Assemblagen ansehen. Was sich in diesen beschriebenen künstlerischen Projekten, aber auch im aktuellen theoretischen Stadtdiskurs abzeichnet, ist insofern, und das möchte ich hier an dieser Stelle, obwohl das sozusagen schon angeklungen ist in ganz vielen Vorträgen, nochmal betonen, ist ein relationales Denken, das eben jetzt auch nicht neu ist, aber mit Beginn des 21. Jahrhunderts eine ganz neue Intensität erfahren hat. Und seine zeitgemäßeste Form findet es für mich in einem sowohl epistemologischen wie ontologischen relationalen Ansatz. Dieser sieht eben einerseits Erkenntnis- und Wissensproduktion als radikales relationales Unterfangen an, also als direkte materielle Involvierung mit der Welt, die auf diese Weise auch an der Rekonfiguration teilhat, also Einfluss auf die Scharfstellung und Bestimmung von Phänomenen nimmt, also auch wie sozusagen wir Stadt sehen oder was für uns Stadt ist. Und außerdem verleiht dieser Ansatz der Relationalität selbst einen ontologischen Status, das heißt also eine logische Konsistenz, wie der kanadische Philosoph Brian Massumi das ausdrückt. Also Relationen, Beziehungen, Wechselwirkungen sind nach diesem Verständnis dem Sein immanent. Sie sind also Bedingungen eines dynamischen Werdens, also Körper, Kultur, Individuum, Gesellschaft oder Stadt, alle Phänomene und Dinge sind somit nicht nur Bedingungen äußerlicher Relationen, sondern können eben gesehen werden als, Zitat, Produkte, Effekte, Koableitungen einer immanenten Relation. Und gerade in dieser immanenten differenziellen Relationalität des Seins liegen eben vielfältige Potentialitäten der Aktualisierung begründet. Und sie ist deshalb nach Massumi Veränderung in sich selbst. Das heißt, sie trägt immer eben das Potenzial der Veränderung in sich, was ja sozusagen eigentlich eine positive Sichtweise ist. Für mich gibt es jetzt nur vor allem, und damit komme ich auch sozusagen zur Zusammenfassung oder zum Ende, vor allem drei grundsätzliche Strategien und Forderungen, die sich hieraus für eine alternative Gestaltung urbaner Kulturnaturen ableiten lassen. Und ich wurde gebeten, das durchaus eben auch programmatisch zu formulieren, was ich hiermit versuche. Das ist erstens, zunächst lässt sich eben festhalten, dass bei jeder Analyse und Kartierung urbaner Phänomene unsere epistemischen Praktiken die Grenzen und Eigenschaften des Untersuchungsobjektes Stadt interaktiv mitbestimmen. Und insofern müssen die eigenen Positionen, Intentionen und Erkenntnispraxen reflektiert und im Idealfall eben verschiedene Wissensbereiche und disziplinäre Methoden durcheinander hindurchgedacht werden. Also
Karen Barrett nennt das eine diffraktive Methodologie. Einerseits sozusagen, um eben die eigenen Grenzziehungspraktiken zu reflektieren. Also wie sozusagen komme ich überhaupt zu der Realität statt, mit der ich mich auseinandersetze. Das hat mit meinen eigenen Methoden, Begrifflichkeiten zu tun, die ich verwende. Andererseits aber auch, um der Komplexität urbaner Assemblagen gerecht zu werden. Und in den hier kurz vorgestellten künstlerischen Beispielen und ich behaupte auch in den Projekten von Raumlabor, ist eben Letzteres der Fall. In ihnen findet ein transversales Durchmessen verschiedener Wissensbereiche und Erkenntnismethoden statt, um die vielfältigen Beziehungen der urbanen Assemblagen zu erkunden und für die Betrachterinnen erfahrbar zu machen. Zweitens, da Stadt aus einem Geflecht von Beziehungen besteht und wie die Welt insgesamt auf einer immanenten Relationalität des Seins beruht, die Veränderung in sich selbst ist, müssen wir bei den Relationen und Beziehungen dieser vielfältigen Assemblagen ansetzen, um alternative urbane Gefüge zu schaffen. Also wir müssen sozusagen die Relation verschiedener Akteurinnen in den Blick nehmen, die sich eben gegenseitig affizieren. Es geht also hier nicht um eine Symptombekämpfung, worauf Nathalie Jeremienkos Environmental Health Clinic in New York so einschlägig wie humorvoll verweist, die eben statt jetzt einer medikamentösen oder so tröpfchenweisen Behandlung menschlicher Krankheitsanzeichen programmatisch eine Veränderung ökologischer Zusammenhänge und Bedingungen fordert. Das Ziel sollte eher eben ein Neudenken und eine Förderung alternativer, mutualistischer Relationen vielfältiger menschlicher und nicht oder mehr als menschlicher Akteurinnen sein. Und Jeremienko fokussiert bei den erwähnten Projekten eben auf die Beziehung von Mensch und Insekten, die als Bestäuber für unsere Nahrungskette essentiell sind, und Cooking Section wiederum fokussiert oder analysiert in Palermo die Relationen zwischen urbanen Infrastrukturen, Wasser, Nutzpflanzen und soziopolitischen Implikationen und kreiert zwischen ihm eben alternative Bezüge. Und diese schließen eben mit Klimawar auch eine veränderte Nahrungspalette ein, die eben ebenfalls das Potenzial hat, die konventionellen Bezüge zu reorganisieren. Drittens, da ein Bewusstsein für das relationale Sein, also für die Einbettung in ökologische Zusammenhänge und die Interaktion des Selbst mit dem anderen nicht unmittelbar in richtiges Handeln übersetzt werden kann. Und da sind wir genau bei dem Problem, wie kriegen wir jetzt Theorie sozusagen oder diese ganzen Konzepte mit der Praxis zusammen. Und eben diese Bedingungen neuer politischer, ethischer Handlungsfähigkeit nicht aus dem unmittelbaren Kontext ableitbar sind, wie bereits Rosi Braidotti bemerkte, müssen wir diese vielmehr im tagtäglichen Zusammenwirken mit den anderen affirmativ erproben. Also spezielle künstlerische sowie kritisch und spekulativ ausgerichtete gestalterische Ansätze können, behaupte ich, in dieses Milieu auch dieses Zusammenhangs von menschlichen und nichtmenschlichen als ein offenes Experiment erkunden. Und ich würde eben sagen, diese, auch wenn sie sozusagen nur so kleine Interventionen sind, haben sie eben keine Feigenblattfunktion, das ist ein Wort, was auch gestern gefallen ist, sondern ich würde mir wünschen, dass sie Modelle eben für neue Formen der Kohabitation sind, für andere alternative Beziehungsformen, die vielleicht weitergedacht oder auf andere Art und Weise in anderen Projekten erprobt und erweitert werden können. Man kommt nicht umhin, denke ich, das mit einer Art von kritischen Theorie zu verbinden, die eben genau, und das ist auch ein Begriff, der gestern fiel, die Deutungshoheiten, die Machtdynamiken, die Hierarchien aufdeckt und die Beziehungen, Wechselwirkungen, die Relationen, die diese ermöglichen, analysiert, um genau eben an diesen Relationpunkten oder Relais- und Schaltungspunkten eben anzusetzen. Gut, vielen Dank.